Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich habe mal wieder ein kleines November-Update für euch und möchte euch mal kurz vier Filme vorstellen, die ich jetzt in den letzten Tagen bekommen habe. Natürlich seht ihr hier Shazam, den zweiten Teil, den habe ich schon ein bisschen länger hier liegen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, den zu unboxen. Letzten Monat kam der, glaube ich, schon im Oktober. Oder sogar noch früher, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, aus zeitlichen Gründen hat es leider nicht so ganz funktioniert, deswegen hole ich das heute nach. Genau, ja. Mein letztes Unboxing ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Es gab den DeLorean von Hot Toys. Und ja, der hat mich übelst gefreut, dass ich den auspacken durfte. Ich bin ja ein super Fan von Zurück in die Zukunft und daher war das schon ein geiles Teil. Aber ihr könnt euch das ja nochmal angucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Genau. So, kommen wir mal zum, ja, zu meinem Steelbook. Shazam. Leider hat das hier oben eine Delle. Das ist bei mir hier passiert. Ist aber nicht der Rede wert. Meine kleine Tochter hat sich das Steelbook geschnappt und hat es dann fallen lassen. Passiert. Ja, es ist jetzt nicht tragisch, aber ja, ist halt so. Genau, ich habe mir hier die 4K-Version geholt. Dieses Steelbook ist sehr, sehr fingerabdruckempfindlich, hat eine schöne glänzende Oberfläche. Es ist ein einfacher Aufdruck. Ist jetzt nicht das Schönste. Und es ist hier das 4K-Steelbook, der zweite Teil von Shazam, Fury of the Gods, auch hier natürlich von Warner Brothers. Es beinhaltet die Original Blu-ray in 4K und natürlich die normale Blu-ray. Und ja, die Disc sieht so aus. Natürlich ist das Ganze hier in Dolby Atmos. Ich habe den Film schon gesehen. In der letzte Woche fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Also er kommt jetzt nicht thematisch und so wirklich an das erste Ding ran. Ich fand den ersten Shazam wirklich großartig, muss ich sagen. Aber hier der war für mich sehr schwach. Also schwächer als der erste, definitiv. Ich fand ihn aber jetzt nicht schlecht. Er hat ein bisschen Popcorn-Kino für mich gehabt. Es war sehr unterhaltsam, aber er war jetzt nicht der Beste. bitte seht es mir nach, es könnte jetzt zu Spoilern kommen oder zu einem Spoiler wenigstens. Was ich an dem Film kritisiere, und zwar als der Junge zu Shazam wurde, ging er ja in so eine Art Tempelhöhle zu diesem Magier, Zauberer. Und das war noch alles so mystisch und so weiß ich nicht. Also wirklich, okay, da stehen noch diese komischen Figuren, ich glaube, das waren diese Todsünden, wenn ich mich jetzt noch das richtig in Erinnerung habe. Und im zweiten Teil haben sie irgendwie so eine Teenie-Höhle da draus gemacht. Da ist dieser Magic-Faktor ist da irgendwie verschwunden. Und dann haben sie natürlich aus diesen Todsünden da irgendwie so Clowns und so mit Schminke und Bemalung oder mit irgendwelchen Sprayfarben, die bemalt und irgendwie, da steht dann Fernseh und. Also ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, ob da ein Generator stand für den Strom, aber ja, ich weiß es nicht. Ich fand, das war schon am Anfang, am ersten Teil oder im ersten Teil sehr cool, sehr, sehr mystisch, so ein bisschen auch spirituell mit dem Ganzen, und jetzt haben sie da draus so eine Kinderkrabbelgruppe gemacht. Das finde ich dann auch nicht so ganz so toll. Ja, für mich, wie gesagt, der schwächste Teil aktuell, aber naja, er hat trotzdem unterhalten. Ja, der Film ist natürlich auch in Dolby Atmos. Leider kann ich gerade nicht sagen, wie die Laufzeit ist. Ist auch egal. Ihr könnt es ja nachgoogeln. Aber wie gesagt, er hat auf jeden Fall eine deutsche DTS-Tonspur, was ich auch sehr, sehr geil finde. Dann kommen wir zu einem neuen Tom Cruise-Film, Mission Impossible, den neuesten Teil. Und der hier ist auf jeden Fall sehenswert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Film richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, da gab es eine
Szene mit den Waggons, das war für mich so realistisch gemacht. Ich habe wirklich vor der Kiste gesessen, ich habe gefiebert. Ich hoffe, das Ding stürzt jetzt nicht ab und die fallen in den Abgrund. Da wäre der Tom Cruise natürlich tot gewesen. Aber das war so realistisch gemacht, dass ich wirklich mal wieder nach langer Zeit in einem Film mitgefiebert habe und Angst hatte, so Pseudo-Angst, sage ich mal. Wirklich ein cooler Film. Am Anfang kommt er ein bisschen so langsam in Fahrt. Er braucht seine Zeit, um sich aufzubauen, aber hat schon seinen Sinn gemacht bei dem ganzen Action-Gedonner und ich fand den wirklich cool. Der hat mich sehr, sehr gut unterhalten und der war auch sehr, sehr gut von der Handlung her und dann habe ich mir natürlich das Steelbook geholt. Auch hier Dolby Vision Bild und natürlich Dolby Atmos. Das ist wieder typisch Tom Cruise. Wir haben natürlich hier einmal haben wir die Blu-ray mit den Features und Special, also Features Film, Special Features. Dann haben wir die 4K Blu-ray und jetzt müsste ich gerade mal lügen, was hier drin ist. Wir haben hier auch die normale Blu-ray mit dem Film, aber auch Special Features Dolby Atmos steht hier drauf. Ja, finde ich cool. Also das ist dann hier ich denke mal die normale Blu-ray. So, oder auch umgekehrt, ich weiß, manchmal sieht man das auch nicht. Also wie gesagt, das ist die 4K-Scheibe, den haben wir uns reingezogen. Genau. Und das ist das Hintergrundbild. Ja, das Steelbook ist jetzt nicht so das Coolste, aber ich sag mal so, Steelbook ist Steelbook und leider sind auch die Discs innen nicht wirklich so mega gut gelungen. Aber das hat man meistens hier bei, ich glaube, das ist Paramount gewesen und es ist manchmal furchtbar. Dann wird dann so ein Aufwand gemacht für so ein Steelbook und ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, es fühlt sich allerdings sehr hochwertig an, besser als das Shazam Steelbook und ich weiß jetzt gar nicht, ist das der 8., 9. Teil? Wir sind ja bei Fast and Furious jetzt schon bei Teil 10. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Film, kann ich empfehlen. So, ja, jetzt kommen wir zu einem Film, den ich eigentlich nicht sehen wollte und dann doch gesehen habe und dann eigentlich nicht auf Blu-ray haben wollte und dann doch auf Blu-ray bekommen habe. Und zwar handelt es sich hierbei um die Maximum Rampage Edition von Cocaine Bear inklusive einem alternativen Ende. Der Film ist wirklich sehr, sehr lustig, aber auch brutal. Und ich habe ihn nicht auf Blu-ray gesehen, ich habe ihn woanders gesehen, wo verrate ich nicht. allerdings habe ich nicht die Maximum Rampage Edition gesehen, ich habe die Kino Edition gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das bei der Rampage-Version es hier einen längeren Delayed and Extended Scenes, also ob hier noch längere Szenen sind. Also der Film ist, ja, soll ja auf wahren Begebenheiten basieren, dass das mal tatsächlich passiert ist. Ich kann mir das sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass das mal passiert ist. In den 80er oder 90er Jahren ist ja auch ein Ehepaar, die mit Grizzlies in irgendeiner Form agiert haben, irgendwo in den kanadischen Wäldern, glaube ich, sehr schlimm ums Leben gekommen, weil die von einem Grizzlybären getötet worden sind. Ich glaube, es gibt in YouTube und auf diversen anderen Social Media Plattformen noch diverse Originaltonaufnahmen, weil die Kamera lief dabei. Also man sieht nicht, wie sie zu Tode kommen, sondern man hört einfach, wie sie getötet werden von dem Bär. Also ich hab das mal vor einigen Jahren gehört, ich fand das sehr, sehr grausam. Also das ist dann nicht so schön. Dann vergeht einem irgendwie alles, weiß ich nicht. Dann muss man auch an die Leute denken, das muss ja unglaublich schmerzhaft sein und bis man da tot ist. Und ach du lieber Gott, ich will daran gar nicht denken. So, egal. Kommen wir jetzt mal wieder hier zu dem Ding. Der Film, der läuft 96 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, die Version, die ich gesehen habe, ob der jetzt noch länger ist, ob der brutaler ist. Also der war schon sehr brutal, hätte meiner Meinung nach noch etwas brutaler sein können. Also ich mag dann manchmal Filme, wo dann, also richtig geil, wo sowas dann passiert. Ich habe mir den jetzt in der normalen Edition geholt. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch in einer anderen Version gibt, im Steelbook oder so. Genau, weil
ich da jetzt ganz kurz nur geguckt habe und dann habe ich mir den geholt und dann war das auch gut. So, ja, ich werde mir den nochmal in aller Atmos, in einer schönen Atmosphäre reinziehen. Wir haben hier auch ein inklusive, steht hier alternatives Ende. Ich bin mal gespannt, ob das hier wirklich, wirklich cool ist. So, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob hier eine deutsche Tonspur drauf ist, ist auch egal. Weil in Englisch ist ja auch cool zu gucken. Und dann schauen wir mal, wie das hier aussieht, das Ganze. Ne? Aber Kokainbär war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Film. Und er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann man nur so sagen. Also kann man gucken, total lustig teilweise, total abgedreht und manchmal total sinnlos. Also genau. Ich habe mir auch jetzt vor einigen Tagen den Film Winnie the Pooh Blood and Honey angeguckt. Ich weiß nicht, auf Paramount lief der dann auch sehr, sehr komisch. Also ja, die Idee von dem Film war geil. Teilweise war es auch sehr unlogisch alles, aber... trotz alledem war der Film schon nice. Also muss man sagen, es kommt ja auch ein zweiter Teil raus und dann muss man mal schauen, ob der auch gut wird. Aber das war schon eine geile Idee. Genau. So, kommen wir zu einem Film, den ich sehr, sehr gerne habe. Und zwar habe ich mir hier den Blood Violence Night mit David Harbour geholt. Den habe ich bei JVC, glaube ich, heißt es. Ich weiß gar nicht, wie dieser Versandladen da heißt. Auch ein sehr, sehr cooler Film. Fand den geil, mal eine ganz andere Idee, das Ganze. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Film. 111 Minuten, schönes Steelbook von außen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch natürlich in Dolby Atmos. Und ich mache es einfach mal auf. Ich mache die Dinger hier, die Umverpackungen. Gibt ja Leute, die sammeln die. Ich sammle die nicht, ich schmeiß die einfach weg. Ich bin schon angeschrieben worden, kannst du mir das und das schicken? Nein. So, was geil an dem Steelbook ist, wir haben hier eine Prägung. Normalerweise müsste jetzt hier noch ein schönes Lentikular drauf, wie bei Mediamarkt damals. Mediamarkt exklusiv mit Lentis. Aber gibt es anscheinend nicht mehr, keine Ahnung. Das Violent Night ist auch geprägt und natürlich hier dieses Rechteck. Genau, so sieht es von der Seite aus. So von hinten, David Harbour. Coole Rolle als Santa. So, auch ein cooles Steelbook. Dann haben wir natürlich die 4K-Version, ist ganz klar. Und so sieht das Ding von innen aus. Also ein schönes, abgerundetes Steelbook. Gefällt mir am allerbesten von den ganzen Steelbooks, die ich jetzt gekauft habe. Beziehungsweise außer Kokainbär, der hat natürlich kein Steelbook. Das ist ein normaler Amari. So, ja. Das war mein kurzes Update zu den vier neuen Filmen, die ich habe. Ich habe natürlich noch Megan, aber als Steelbook. Da gibt es ja jetzt noch eine neue Fassung, die blutiger ist als die, die im Kino lief. Das habe ich jetzt leider vergessen, aber Megan habe ich auch noch bekommen. Und die Version, die ich im Kino gesehen habe und dann auf Blu-ray, muss ich sagen, die Kinoversion bzw. die Blu-ray-Version fand ich geiler. Extended Cut oder wie die heißt. Sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Also von mir, von allen Filmen, klare Kaufentscheidung. In diesem Sinne, das war's von mir. Liebe Grüße an euch und macht's gut. Bis dann, euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao.